Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Lovecrafts Untold Stories. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns im zweiten Teil von Kapitel 4, Höhlen der grünen Flamme, und ich lese nochmal den Einleitungstext vor. Die stille Drohung, die von diesen Katakomben ausgeht, verleiht ihnen etwas namenlos Gottloses. Der fast unerträgliche, stechende Fäulnisgeruch umgibt sie. Sie werden gewahr, wie alt die Erde und wie jung doch unsere vergängliche Zivilisation im Vergleich dazu ist. So. Dann wollen wir hier nochmal ein paar Informationen über die großen Alten sammeln. Und wie das im zweiten Teil eines Kapitels immer ist, haben wir... Na Moment... keinerlei Minigeschichten, aber zwei Geheimräume zu entdecken. Und wieder irgendein Rätsel zu lösen. Oder eine Aufgabe zu meistern, was auch immer. Oh, was ist hier los? Wenn du weitergehen willst, musst du ein paar Fragen beantworten. Wer ist der Hohepriester? Ah, wir hatten doch das Gedicht. Cthulhu war der Hohepriester. Wer ist der Ritter der Meere? Dagon. Wer ist die große Mutter Geis? Shub-Niggurath, die schwarze Ziege der Wälder mit ihren 1000 Jungen. Wer ist der Herold? Nyarlathotep. Und wer ist der Sultan, der blinde Idiotengott Arthatoth? Sehr gut. Die lassen mich jetzt in Ruhe. Habe ich immer noch die Maske auf? Tatsächlich. Wie reagieren die denn, wenn wir jetzt wieder Mutters Horn aufsetzen? Ja, ich gehe mal ein bisschen in sichere Entfernung. Die haben wir ja gar nicht, sichere Entfernung. Die mit den Flammenwerfern sagen wir nicht zu. Überraschung! So, nicht mit mir, mein Freund. Dann setzen wir das Horn wieder auf. Und ich nutze mal kurz Mutters Umarmung. Dann haben wir einen höheren... Ja, ich versuche es jetzt mal mit der langsameren Schussgeschwindigkeit, aber der Regenerationsfähigkeit. Da war eine Mine. Eieiei. Ich dachte noch, was blinkt denn da? Jetzt legen die hier Minen hin. Minen in der Mine. Nicht mit mir, mein Freund. Die Mine hätte noch nicht mal den Sarg gesprengt. Okay. Rote Eier. Keine Ahnung, was rote Eier jetzt bringen. Aber ich will es auch nicht herausfinden. Die sind mir zu auffällig, als dass wir sie ignorieren. Okay, weiter geht's. Oder haben wir hier einen Geheimgang? Nein. Ja, rote Eier kommen in Mode. So. Ich glaube, das mache ich hier auch, weil ich nicht so ums Eck schießen kann. Ah, jetzt verballere ich hier mein ganze... Treffe ich tatsächlich nicht von hier? Doch. Aber was ist mit denen? Auch, okay. Ha. Ah, da oben sind auch noch rote Eier.
Wer weiß, ob die überhaupt aufplatzen. Aber ich will es auch gar nicht herausfinden. Wir haben hier auf jeden Fall schon links den Raum für den Endgegner. Dann werde ich aber die Gabe des Arthatos wieder anziehen. Und wir schauen mal, wen wir hier haben. Geflügeltes Etwas. Ich sehe nichts. Oh, da kommt es. Ja, weg mit dir. Oh, Blutung und Gift ist doch sehr stark. Ich nehme mal beides. Was haben wir hier jetzt? Itaquas Gleichgültigkeit, membranartige Flügel. Die könnten noch wichtig werden. Haben wir hier noch einen Geheimgang? Nein, aber wir haben ein paar Truhen. Silberschloss haben wir. Ein Schlüssel dafür. Info gegen Gift. Nochmal eine Muschelschale des Nordens. Silberschloss. Ein paar Arzttaschen. Dann rüsten wir das wieder aus für die Heilung. Und schauen uns mal weiter um. Der Endgegner hat auf jeden Fall kein Portal ausgelöst. Membranartige Flügel. Ähnelt einem kautschukbeschichteten Stoff. Okay. Was haben wir denn hier? Ei! Ach du Heiliger! Ach du Heiliger! Ach du Heiliger! Ich hoffe, ich habe noch genug Heilung. Aha, ich muss Heilung nehmen. Oh. Das sagen aber noch nicht alle. Komm her. Versteck dich nicht in... Alter Sack. Hier sind ja noch mehr. Ach du Heiliger. Wir haben da hinten einen Beschwörer. Wir haben aber immer noch den Totenkopf oben stehen. Das heißt, wir sind noch Gegner. Da war doch gerade einer. Und wir haben einen Geheimgang. Lade. Ah, Eier. Und wieder diese blöden Eier. Ich glaube aber, ich nutze wieder die Gabe des Asatot. Das war gerade doch etwas heftig. Wieder aussuchen, wie wir hier. Hier haben wir einen Schrein des Dagon, glaube ich. Ich glaube, das war Dagon. Oh Gott, wenn ich darüber rolle, dann lösen wir das Ei doch aus. Na, zum Glück nicht. Ein Goldschlüssel, sehr schön.
Auch Dagon. Ich glaube, als Detektiv, so von der Infotafel betrachtet, werden wir eh gegen Dagon antreten. Und wahrscheinlich haben wir jetzt hier nur Dagon-Schreine. Macht ja dann nicht wirklich einen Unterschied, welchen Schrein wir wählen, oder? Ich nehme mal den. Inventar ist voll. Na super. Was lassen wir denn hier erstmal liegen? Moment, wir müssen gar nichts liegen lassen. So. Okay, Knochen lasse ich eh mal liegen. Okay. Habe schon mal einen der beiden Geheimgänge gefunden. Ich glaube, dann werde ich hier mal links lang gehen. Sachen? Ja. Stimmt, weil ich den Geheimgang ja oben entdeckt habe. Schauen wir hier noch mal ein bisschen rum. Der Kampf eben, der war schon heftig. Mal schauen, was uns hier noch erwartet. Da haben wir erstmal den Informationshändler. Und dann gucken wir mal, was wir bei ihm loswerden. Was er überhaupt anbietet. Silberschlüssel haben wir genug. Der Rest ist eher uninteressant. So, das ist ein Questgegenstand. Ein Büschel derbes Haar schützt teilweise vor Eisschaden. Ja, teilweise kannst du haben. Genau wie das Gegengift. Die Bandagen könnten wir nochmal einmal nach oben bringen. Die können wir jetzt zu 25 stapeln. Das Gedicht oder Hymne brauchen wir jetzt hoffentlich auch nicht mehr. Halb durchsichtige, gummiartige Scheibe. Vielleicht ist das die Augenlinse einer gigantischen Kreatur. Steigert die Ausdauer. Dieses mythische Artefakt hat darüber hinaus verborgene Eigenschaften. Ich würde gern wissen, wo ich das anlege. An den Kopf. Ich glaube, die Ausdauerregeneration war auch etwas höher als normal. Aber Ausdauer, ja, wir verkaufen es einfach mal. Das brauchen wir alles noch. Brauchen wir die Maske noch? Ja, nicht, dass wir die hier noch für eine Quest brauchen. Die werde ich jetzt nicht verkaufen. Recht wenig Platz im Inventar. Und ich war natürlich so blöd und habe nicht die Porzellankatze ausgerüstet beim Verkauf. Naja, aber an Informationen mangelt es uns ja nicht. Da haben wir ja doch gut was zusammen. Schauen wir mal weiter hier. Mine. Mine. Nein, die machen tatsächlich nicht die Särge kaputt. Sehr gut.
Aha. Gar nicht gesehen, dass da... War ich so auf die Minen konzentriert, dass ich die andere Falle ja gar nicht gesehen habe. Waren wir unten schon? Ja, ne? Da war der Sarg. Aua! Ja. Da werden wir wahrscheinlich rein müssen. Aber ich will mich hier noch ein bisschen umschauen. Ja, roll nicht automatisch nach oben. Contrition of Apoth. Die schmutzabweisend wirkt vollständiger Schutz vor Giften. So, wo kommen wir hier unten hin? Wieder hier hin, okay. Ein Bronzeschlüssel, sehr schön. Wie viel der Karte haben wir überhaupt schon aufgedeckt? Muss ich gleich mal schauen. Fast die Hälfte, 48%. Gegner. Sterngezücht? Ah, Idiot. Okay, also die erhöhte Schussrate sowie der erhöhte Schaden macht schon hier einen Unterschied. Jetzt kriegen wir langsam blutige Schlüssel zusammen. Oh! Wie gemein war das denn versteckt? Inventar ist schon wieder voll. Na toll. Können wir irgendetwas erstmal ablegen? Also erstmal muss ich jetzt Heilung nehmen, das ist schon mal klar. Ich glaube, die essentiellen Salze lasse ich hier vorne mal liegen. Ah, hier ist ja immer noch was. Ja, Leute, dann werde ich nochmal zum Händler gehen. Aber diesmal... mit ausgerüsteter Katze, mein guter Freund. Ja, den goldenen Käfer. Das verkaufe ich. Die Bandagen haben wir voll. Die Granaten, das. Das kommt weg. Das hebe ich mal auf. Aber die Molotow-Cocktails können wir auch verkaufen. Ja, wobei wir brauchen ja eigentlich auch noch mehr Gold. Informationen haben wir ja wirklich viele. Okay, wo war das eben? War das hier? Oder war das der Raum?
War der Raum. Nee, hier war ein... Hä? Hier war es, ne? Ja. Leute. Unser letzter Eisenschlüssel. Ich hoffe, wir haben hier kein Eisenschloss. Nein, ein Silberschloss. Okay. Ein wahnsinniger Flötenspieler. Seltsam, die Flügel dieses Gargoyles sind gebrochen. Ah, wir haben ja auch die Lederschwingen. Genau. Wir hauen ihm mal die Flöte aus der Hand. Knochenflöte. Produziert einen durchdringend hohen Flötenton. Eieieiei. Wer die Geschichten kennt, weiß eigentlich, dass das, was ich gerade gemacht habe, gar nicht gut war. Aber ich glaube schon fast, dass wir es so machen mussten. So. Was hast du im Angebot? Goldschlüssel, Auge des Asathos. Auch nichts Besonderes, ne? Gegengift verkaufen, Wests Mittel verkaufen, essentielle Salze verkaufen. Genau wie Uppsala. Und die Granaten. Was ist das für eine Hand? Vergrößert die Ausdauer. Ja, Moment, wir haben hier die Pfote des braunen Jenkin. Wir hatten doch vorhin auch noch irgendwas anderes vom braunen Jenkin. Haben wir ja auch Set-Gegenstände, die irgendwelche Boni bringen, wenn wir mehr davon, also wenn wir mehr Teile davon haben. Gut möglich. Ich muss jetzt erstmal wieder hier tauschen. Vergrößert den Schaden. So. Wir müssen ja auch noch einen Geheimgang finden. Ah, schon wieder diese Eier. Und dadurch, dass die rot sind, traue ich denen nicht. Die sind ja richtig auffällig rot. Ich gehe mal nach oben. Ich sehe dich da oben. Und dich auch. Der Sarg ist offen. Links im Dunkeln ist der Geheimgang. Seht ihr es? Oben links. Da muss ich auf jeden Fall hin.
Nee, das war nur ein Sarg. Und von rechts sah es aus wie eine Blutspur. Oh Mann. Ja, das war mir klar, dass ich da ein bisschen zu nah stand. Aua. Ah, nicht getroffen. Gut. Jetzt sind wir wieder hier im Eingangsbereich. Ein Geheimgang fehlt noch. Ah, Gegner. Da oben haben wir noch eine. Na, so. Nein! Zum Glück, da hat er nicht getroffen. Oh. Sind wir an irgendeiner Ecke wieder hängen geblieben? Sowas ärgert mich immer. Hier haben wir den Geheimgang, sehr schön. Haben wir auch den gefunden. Wieder mit Eiern. Ah. Hier haben wir einen Schrein von Schub-Niggurath. Guck mal. Ach, wir nehmen jetzt einfach den, ist doch egal. Fell der Mondbestie. Eine Tunika aus erstaunlich widerstandsfähigem Leder, ölig wie die Haut einer Kröte, vergrößert den Schaden. Vergrößert den Schaden. Er ist jetzt wieder schwer zu erkennen. Also ich finde das auch ein bisschen... schade, dass man nicht sehen... Oh, warte, die Eier. Dass man nicht sehen kann, welche Verborgenen da sind. Dass man das nicht irgendwie rausfinden kann. So, wir haben aktuell 3 Flüche und ich überlege fast, ob wir nochmal... von den Flüchen befreien sollen. Okay, hier hätten wir unterschiedliche Schreine gehabt. Ah, da habe ich wieder irgendwas kaputt geschossen. Schade. Ah, und Blutung.
Ja, Leute, ich erlöse mich mal von den Flüchen. Ich glaube nicht, dass wir hier jetzt noch einen Altar finden, weil wir haben ja jetzt beide Geheimräume und Altäre haben wir so im normalen Level ja noch nicht gesehen. Immer nur in den Geheimräumen. Moment, die Blutung, die haut aber rein. So, steuern wir mal gegen. Bandagen sparen. Achtung, Eier. Aua. Ach, wir haben immer noch die Regenerationskleidung an. Ich mag es auch so machen. Dann sind die Kämpfe etwas einfacher. Wir wissen ja nicht, was hier noch im Dunkeln lauert. War nicht mehr allzu viel. Und so wie es aussieht, haben wir auch alles erforscht. Ja, dann werde ich auf jeden Fall nochmal zum... Ach, der ist ja auch direkt hier oben. Zum Händler gehen. Und dann verkaufen wir Molotow-Cocktails. Granaten. Ja. Da müsste man gucken, ob das was bringt. Ja, komm, die Arzttasche verkaufe ich, die Bandagen verkaufe ich, den Verbandskasten auch, damit wir wieder ein bisschen Gold zusammen haben. Und es fehlt uns wieder an blutigen Schlüsseln. Okay. Dann wollen wir doch mal hier das Ritual unterbrechen. Leute, ja, natürlich. Ich will nicht wirklich spoilern für die Leute, die die Geschichte nicht kennen von Lovecraft oder überhaupt den Mythos. Aber ich glaube, die sind tot, weil ich die Flöte in Besitz genommen habe. Eieieiei. Mal schauen, was uns hier jetzt erwartet. Uah. Ah, was war das gerade? Parasit? Parasit? Ach du Heiliger, was mache ich denn gegen Parasiten? Wer hat mir denn gerade hier Parasitenschaden reingehauen? Waren das die Eier, die aufgeplatzt sind? Sind da Parasiten drin? Was bedeutet überhaupt Parasit? Am blutigen Schlüssel haben wir ja nicht. Schade. Leute, was bedeutet denn jetzt Parasit?
So grüne Flamme, in der Asche sehe ich ein Buch. Doch warum ist es nicht verbrannt? Ich sollte versuchen, auf der Flöte zu spielen. Ja. Und wir haben das Necronomicon. Auf den Knien beteten die Gläubigen in den Grüften der Grabesflamme. Doch wenn man richtig fragt, dann tut der Gott, was man ihm sagt. Zu Füßen, einem Teppich gleich, liegt feuchtes und noch warmes Fleisch. Ich nahm zur Hand das Buch, das alte, zum Klang der Flöte aus Knochen, bin in die Kälte ich gekrochen. Ja. Okay, das Necronomicon haben wir. Aber was bedeutet jetzt der Kram hier mit Parasit? Das macht mir gerade ein bisschen Sorge. Nein! Verdammt. Okay, wir haben auf jeden Fall die Infos hier. Haben alles erforscht. Leider keinen blutroten Schlüssel mehr. Dann gehen wir mal zurück. An den seltsamen Ort zurück. Und schauen uns mal den aktuellen Wissensstand an, den wir nun über die großen Alten haben. Okay. 25% über Dagon, 20% über Cthulhu. Wir haben jetzt hier das Necronomicon gefunden. Das finden wir beim Ghoul, Standort unbekannt. Und hier haben wir nochmal Informationen, die wir mit dem Detektiv sammeln. Okay. Das heißt hier, wir haben den Gegenstand noch nicht entdeckt. Den haben wir doch schon im Shop gesehen. Müssen wir den tatsächlich besitzen? Okay. Gut. Dann werde ich mal ein paar Sachen hier in die Kiste packen. Brauchen wir die Wachsmaske noch? Wahrscheinlich nicht. So, das lasse ich tatsächlich zum Tauschen hier, dass wir uns heilen. Das nehme ich auch mit, um uns von Flüchen zu befreien. Aber ich glaube, die beiden Sachen packe ich mal ein. Und ich mag das nicht, wenn das hier nicht sortiert ist. Entschuldigung, ich packe erstmal alles rüber. Also, wir nehmen auf jeden Fall mit. Ich packe meinen Koffer und nehme mit Schokolade. Dann auf jeden Fall die Katze, das zum Heilen und das, um jeden Gegner im Raum zu töten. Und das gegen Flüche. Brauchen wir eigentlich nur eins. Ja, okay. Haben wir irgendwas? Ich sollte mir das mal durchlesen. Schützt vor Bösen, ja, ist das Ankh, das uns wiederbelebt. Das erleuchtet die Karte. Kauterisiert offene Wunden, aber heilt uns nicht von Parasiten. Macht Dinge unsichtbar. Ja, Parasit ist ja kein Fluch. Glaube ich nicht. Nur für den Professor. Regeneriert die Gesundheit. Schutz für Blutungen. Ja, wir haben nichts, womit wir irgendwie Parasiten loswerden. Und ich habe keine Ahnung, was dieser Parasit für uns bedeutet. Absolut nicht. Ja, wir sind bei 40 Minuten. Es wäre Quatsch, das nächste Kapitel jetzt in diesem Video in Angriff zu nehmen. Ich werde auf jeden Fall schon mal rübergehen.
Aber das Kapitel werden wir dann tatsächlich erst im nächsten Video in Angriff nehmen. Wir kommen jetzt ins Küstenstädtchen. Vor der Drogerie von Arkham Hammond auf dem alten Marktplatz finden Sie eine Mitfahrgelegenheit in Gestalt eines alten, verbeulten, rostigen, grauen Busses. Leute, es geht nach Innsmouth. Er biegt links in die High Street ein und rast bald an stattlichen alten Villen und Farmhäusern im Kolonialstil vorbei, passiert Lower Green und den Parker River und fährt schließlich eine ganze Weile auf einer eintönigen Route entlang der Küste. Der Bus klappert plötzlich und der bleiche Fahrer mit dem glasigen Blick bedeutet ihnen auszusteigen. Wir sind definitiv in Innsmouth. Okay. Gut. An einem Ort bekannt als Küstenstädtchen. Ja, da machen wir dann im nächsten Video weiter. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Lovecrafts Untold Stories wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute, euer Rönne.